Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tisch bei mir. Heute gibt es einen super leckeren, saftigen, üppigen Schokoladenkuchen und wenn ihr sehen wollt, wie der gemacht wird, dann bleibt dran. Ich werde eine 28er Springform benutzen und dafür sind die Zutaten 300 Gramm Mehl, 200 Gramm Zucker, 125 Gramm weiche Butter, 2 Eier, 50 Gramm Kakao, 170 Milliliter Milch, 170 Milliliter heißer Kaffee, ein Päckchen Backpulver, ein Teelöffel Natron und ein Teelöffel Vanillepaste. Aprikosenmarmelade werde ich benötigen, um später die eine Kuchenhälfte einzustreichen. Und ich werde auch noch eine Ganache zubereiten. Dafür verwende ich 170 Gramm Schokolade und 170 Gramm Sahne. Und jetzt können wir auch schon loslegen. So, ich verwende heute meine Küchenmaschine, aber selbstverständlich könnt ihr das auch wunderbar mit einem Mixer machen. Die Zubereitung ist total einfach. Wir tun alles, bis auf die Aprikosenmarmelade selbstverständlich, in die Küchenmaschine. Und der heiße Kaffee selbstverständlich. So, das war's auch schon. Das hat jetzt vielleicht eine Minute, noch nicht mal ganz 40 Sekunden gedauert. Wir müssen nur darauf achten, dass die Butter gut eingearbeitet ist, dass die Butter nicht mehr zu sehen ist. Und dann ist der Teig auch schon fertig. Und jetzt können wir das auch schon in unsere Backform geben. So, der Kuchen kommt jetzt in den Backofen. Den Backofen hatte ich auf Ober-Unterhitze 160 Grad bereits vorgeheizt. Und da wird er jetzt 50 Minuten backen, aber ab 40 Minuten würde ich ab und zu mal nachschauen oder gegebenenfalls den Stäbchen testen. So, der Kuchen ist jetzt fertig, den lasse ich jetzt in der Form auskühlen. So, für die Ganache habe ich die Schokolade klein gehackt und da kommt jetzt die heiße Sahne drauf. Das lasse ich jetzt so eine Minute lang stehen und dann rühre ich es kräftig um und dann ist die Ganache auch schon fertig. Die Ganache soll ruhig abkühlen und nachher kommt ihr auf den Schokoladenkuchen. So, der Kuchen ist jetzt gut ausgekühlt. Ich werde ihn jetzt einmal in der Mitte durchschneiden und dann mit der Aprikosenmarmelade bestreichen. Ich werde den Kuchen nun mit der Aprikosenmarmelade bestreichen. Ich habe jetzt die Aprikosenmarmelade gleichmäßig auf dem Kuchen verteilt und tue jetzt das obere Teil von dem Kuchen wieder drauf. Jetzt können wir den Kuchen mit der Ganache bestreichen. Die Ganache ist jetzt schön ausgekühlt, ist noch ein bisschen flüssig, aber perfekt zum Verstreichen. So,
So, ich lasse den Kuchen jetzt einfach noch mal so ein bisschen stehen, damit die Ganache noch ein bisschen härter werden kann. Und dann kann ich ihn auch gleich anschneiden. Also, ich will noch mal betonen, es ist ein ganz normaler Kuchen, den man so zu Hause macht. Aber glaubt mir, er schmeckt unglaublich lecker und ist total saftig. Und ich glaube wirklich, ihr werdet begeistert sein. Also, wie gesagt, ich warte jetzt noch mal ein bisschen, bis die Ganache hart wird. Und dann werde ich den Kuchen anschneiden. So, der Kuchen ist richtig schön lecker geworden und ich möchte euch sagen, probiert diesen Kuchen unbedingt mal aus. Ihr werdet begeistert sein und nie wieder einen anderen Schokoladenkuchen machen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen hoch und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und vergesst nicht, hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren.